Tja, Ja, Leute, ich bin sanktioniert worden. Und zwar um 10% Sanktion. Jetzt geht's echt los. Ja. Ja, also, ich habe jetzt gerade die Freunde eingeladen hier. Bin Jürgen Braun und ja, das Jobcenter hat mich sanktioniert. Grund. Ich kann es mal vorlesen. Bescheid, das Arbeitslosengeld 2 wird in einer ersten Stufe um 10% des für Sie nach Paragraph 20 StGB 2 maßgebenden Regelbedarfs abgesenkt. Die Absenkung in Höhe von 40,90 € dauert 3 Monate und tritt Beginn des Kalendermonats ein, der auf das Wirksamwerden dieses Bescheids folgt. Es handelt sich dabei um einen Zeitraum vom 1.12.2017 bis 28.02.2018. Durch die Erhöhung des Regelsatzes im Januar 2018 erhöht sich der Absenkungsbetrag. Während des vorgegangenen Zeitraums besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des 12. Buch des Sozialgesetzbuch StGB. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Begründung. Sie sind trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgerung zu dem Meldetermin am 17.10.2017 ohne wichtigen Grund nicht erschienen. Die von Ihnen vorgebrachten Gründe können Ihr Verhalten nicht erklären und können nicht als wichtige Gründe im Sinne der Vorschriften des StGB II anerkannt werden. Das Arbeitslosengeld 2 wird nun in erster Stufe um 10% des für Sie maßgebenden vorangegangenen Regelbedarfs abgesenkt. Ja. Grund hierfür ist die Sanktion Paragraph 32 Absatz 2 Weigerung zur Meldung bei der Agentur für Arbeit für die Dauer von 3 Monaten. Das Wirksamwerden dieses Bescheids folgt Paragraph 31b Absatz 1 StGB 2 nach Paragraph 39 StGB X wird ein Bescheid mit seiner Bekanntgabe wirksam. Im vorliegenden Fall treten die dargestellten Rechtsfolgen damit zum 1.12.2017 ein und laufen zum 28.02.2018 aus. Okay, bla 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 bla. Okay. Wie konnte es jetzt dazu kommen, also dass ich sanktioniert worden bin? Also was war der Hintergrund? Ich kann es Ihnen mal erklären. Also, es ist ja so, ich bin nicht mehr arbeitsfähig, erstens mal, aus psychischen Gründen, die ich auch nachweisen kann, aus körperlichen Gründen, Rücken, ja, Herz-Kreislauf-Probleme, wie gesagt, psychische Probleme. Dann ist es auch so, dass ich will nicht mehr arbeiten, ich kann auch nicht mehr arbeiten, das habe ich in den vorigen Videos auch mal klargestellt. Das wollen in Bezug darauf, dass ich nicht gegen meine Mitmenschen konkurrieren will über die immer weniger werdenden Jobs, weil dadurch, das ist einfach schädliches Konkurrenzverhalten, da möchte ich nicht teilnehmen. Ich möchte auch nicht teilnehmen an der ganzen Ausbeutung, an dem ganzen Mobbing, was einfach in der unfreien Arbeitswelt einfach gang und gäbe ist. Und damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also, das ist einfach so, ich will und ich kann nicht mehr arbeiten. Was ich machen möchte, ich will natürlich schon auch einen Dienst für die Gesellschaft erbringen. Ich möchte meine Bücher schreiben, also das habe ich auch gemacht. Ich habe ja 2 Bücher geschrieben: Das ist ja das Unfreie Arbeit ist Scheiße und die Fantasy-Geschichte Astragon Spiel einer anderen Welt. Da möchte ich auch weitermachen. Das Problem ist einfach, mir fehlen nur die finanziellen Mittel. Ja, also wie gesagt, Werbung: Man muss ja Werbung, Lektorat, Verkauf zum Beispiel in den USA und so weiter. Das sind also Sachen, die macht der Verlag nicht. Also nur, wenn man dann ein gewisses Kapital mit einbringt. Ja, wenn man das nicht hat, dann ist halt blöd. Und deswegen wollte ich auch das Gründergeld und das habe ich dann auch nicht bekommen. Bei den letzten Gesprächen hat sie ja abgelehnt,
weil sie da keinen Erfolg sieht oder was weiß ich, oder nicht an den Erfolg glaubt, ja, also die Jobcenter-Mitarbeiterin da, was ich da habe, ja. Okay, dann, wie gesagt, gab es so ein paar Einladungen, bin ich da hingegangen und es war immer wieder, dass ich das Gleiche gesagt habe. Also ich mache keine Maßnahmen mehr mit und ich gehe auch in keine Firma mehr. Ist für mich, kommt für mich nicht mehr in Frage. Bums, zack. Da war es dann so, ich habe es dir auch erklärt und ich kenne auch meine Einstellung und ich weiß ja, dass ich für das bedingungslose Grundeinkommen kämpfe und so weiter. Das habe ich alles klar gemacht. Und irgendwann kam dann wieder, da war da eine Zeit lang Ruhe, dann kam wieder Einladung und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt können die mir eigentlich am Arsch lecken, weil ich habe ja alles gesagt, es ist doch alles gesagt, was soll ich jetzt da noch reingehen? Und dann bin ich nicht hingegangen, weil ich es einfach als sinnentleert ansehe, ja. Und dann habe ich wieder eine Einladung gekriegt, dann bin ich wieder nicht hingegangen, weil ich gesagt habe, das macht mir keinen Sinn, das ist Zeitverschwendung. In der Zeit, wo ich da naiv war mit dem Zug und in einem Jobcenter drin hocke und wieder das gleiche labern, ja, ständig nur das gleiche Gelaber macht, ja, gleiche Blabla, könnte ich schon wieder mein Buch weiterschreiben. Also das ist einfach sinnentleert, ja. Auch wenn ich die Zugfahrt zahlt kriege, trotzdem, die Zeit, die ist weg, ja. Und dann hatte ich sogar bei mir angerufen, also die Jobcenter-Mitarbeiterin, die für mich zuständig ist und warum ich gekommen bin und so. Und dann habe ich gesagt, also Sie wissen alles, ich kann nicht mehr arbeiten und ich möchte auch nicht mehr arbeiten. Ja, und wenn Sie irgendwas von mir wollen, Sie haben meine E-Mail-Adresse, Sie haben meine Telefonnummer, Sie können das so abfragen. Was wollen Sie denn wissen, habe ich gesagt. Ey. Es ist alles gesagt. Ich habe alles gesagt, ja. Also geben Sie mir das Geld, Gründergeld her und mehr braucht es nicht. Also dann kann ich mich selbstständig machen und alles ist gut. Ja, okay, ja, da hat sie gesagt, ja, das geht nicht, es gibt Verpflichtungen und so weiter und sie beziehen Leistungen und bla 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 und so. Ja, wie gesagt, das ist mir wurscht. Ich gesagt, ja, ich sehe das als sinnentleert an. Was soll ich denn da hingehen? Und dann hat sie gesagt, ja, und ich kriege jetzt nochmal einen Termin und wenn ich da nicht hingehe, dann kriege ich eine Sanktion. Und dann habe ich gesagt, ja gut, macht sie, wie sie meint. Ja, und man dachte, ja okay, dann hat sie gesagt, ja, Donnerstag. Dann habe ich gesagt, da passt mir es nicht, können wir eine Woche verschieben. Ja, dann gleich am Montag und so. Soll ich nochmal reinkommen. Wenn ich da nicht komme, dann kriege ich Sanktionen. Okay, dann war es Montag und dann habe ich mir überlegt, okay, soll ich ins Jobcenter gehen oder soll ich nicht gehen? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich könnte ja nochmal mit dem Gründergeld nochmal Dampf machen, das wäre ja vielleicht dann noch eine Möglichkeit. Und dann habe ich aber so überlegt und dann dachte, okay, aber wenn ich das Gründergeld nicht kriege und so. Und ja, es war dann irgendwie krass. Irgendwie fand ich es dann sinnvoller, joggen zu gehen, anstatt zum Jobcenter. Also anstatt in den Zug einzusteigen und zum Jobcenter zum Fahren, habe ich meine Turnschuhe gepackt und meine Turnschuhe anzogen. Und weil ich bin ja auch ein bisschen dicker geworden und ich habe gedacht, okay, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Sport machen, dass ich ein bisschen abnehme. Und dann fand ich es sinnvoller, joggen zu gehen, als zum Jobcenter. Also ohne Scheiß. Also dann bin ich joggen gegangen und bin dort nicht hingegangen. Ja. Okay, Ergebnis war jetzt die Sanktion. Jetzt denkt natürlich manchmal, ja, dann bin ich ja selber schuld oder so. Ja. Ich sag's mal so, was heißt selber schuld? Ich lass mich halt nicht unterkriegen, lass mich halt nicht unterjochen, ja, von denen. Also ich bin hier Braveheart, ich bin hier, kämpfe für die Freiheit, ja, für echte Freiheit und für Menschenwürde. Und ich lasse mich doch nicht von dem Jobcenter dann runterwürgen und runterdrücken. Was soll das? Ja, also das ist die schwachsinnige Einladung. Was ist Einladung? Einladung kann ich annehmen oder nicht? Ja, also habe ich es halt nicht angenommen. Das Schwachsinn ist einfach. Ja. Und jetzt kriege ich Sanktionen. Oh, der böse Bube kriegt jetzt eine Sanktion. Meine Güte. Oh, was habe ich jetzt Böses gemacht, wenn ich nicht da gegangen bin? Ja, ich böser Bube bin ich zu den Jobs gegangen. Jetzt kriege ich die Sanktion. Mein Gott, nein. Sollen Sie in Arsch ist hier bei Ihrer Sanktion? Ja. Und ich will gar nicht so geschwätzt, du musst dann, ich muss gar nichts. Einzige, was ich muss, ist sterben. Sollen Sie Ihre Sanktionen nicht holen in den Arsch geben, dann geht Obdachlosigkeit. Ja, dann geh betteln, das ist mir wurscht. Irgendwie geht's immer weiter. Ich lasse mich von denen nicht unterkriegen. Fertig. Was soll das? Die ganze Gesellschaft wird doch nur in Angst. Das lebt doch alle leben doch nur noch in Angst. Die ganze deutsche Volk lebt in Angst, dass sie nur noch aus Angst in jeden Drecksjob neiwürgen und verheizen. Ja.
Anstatt dass man mal überlegt, was hat der Mensch für Talente, was kann der und so, dass man die Selbstständigkeit vielleicht unterstützt, ja, durch ein Gründergeld oder so. Ja, das wäre viel sinnvoller. Nein, man wirkt jeden in diese scheiß Firmen, in die scheiß Zeitarbeit, in den ganzen Dreck und in die Eurojobs, wo du nicht mehr leben kannst. Ja, ich hab Zeitungen zugestellt, ich habe Briefe, ich habe ja schon gearbeitet, schon viel gearbeitet mit dem Lehrer. Ja. Was war? Ich habe weniger Kohle gekriegt, wie jetzt, wo ich Hartz IV kriege. Da kann ich auspennen. Ja, was soll das? Da schlafe ich aus. Was soll ich mit so wenig Geld? Was soll ich da aufstehen? Was soll ich mit der Rücken kaputt schaffen? Ja, bin ich bescheuert? Ja. Also, deswegen bin ich auch krank. Die Krankheiten, was ich auch habe, die sind ja auch mit dem Beruf, die hängen ja mit dem Beruf, mit dem Beruf zusammen. Ich habe mir an der Rücken kaputt gearbeitet. Ja. Und die Leute, die mich gemobbt haben, die haben mich so kaputt gemacht, dass mein Herz-Kreislauf-System nicht mehr stimmt. Das kann sein, mir bleibt Herzsteuer, wenn Leute mit mir blöd kommen an der Arbeit. Ja, was geht denn ab? Ja, da wird man doch voll verheizt. Da spiele ich nicht mehr mit. Also wenn das so ist, dann gehe ich in die Obdachlosigkeit, das ist mir scheißegal. Ja, soll es mir doch wurscht sein, sollen sie mich doch am Arsch legen. Sollen sie ihr Geld sich in der Arsch über die Arschlöcher. Wirklich wahr. Ja. Nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Jetzt muss man halt gucken, was wird. Ja, was will ich machen? Vielleicht Widerspruch einlegen, ja. Also, weil im Prinzip spricht es ja der Menschenwürde, was die macht. Und wie gesagt, also es ist einfach nicht okay, das ist einfach unmenschlich, sowas. Ja. Also. Vielleicht war ich dann Sanktionen in meiner Eingliederungsvereinbarung, steht ja das auch mit meinen Krankheiten drin. Also ob die Sanktion dann wirklich okay ist, ist ja noch auch mal die Frage. Andererseits, vielleicht lasse ich mich auch runter sanktionieren und gehe in die Obdachlosigkeit und denke mir einfach, aber leck mir am Arsch. Was soll es? Ja. Auf jeden Fall lasse ich mich nicht unterkriegen. Ja. Gar keinen Fall. Ich kämpfe weiter für die Freiheit. Okay, das war's mal soweit. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr könnt meine Bücher kaufen, ihr könnt bei kickstarter.de auch das Buch Unterstützer, unfreie Arbeit ist scheiße oder Arbeit ist scheiße, heißt das Buch. Mir freut es mich natürlich immer, wenn ich da eine kleine Spende kriege und so. Und ansonsten wird man halt sehr, kann es halt sein, dass ihr mich vielleicht dann irgendwo auf der Straße seht, wo ich dann bettle. Ja. Aber dann ist es halt so. Nein, ist es halt so. Kann man nichts machen. Wenn die Welt so scheiße ist, dann muss man halt gucken, wie man belebt. Aber auf jeden Fall, ich lasse mich nicht mehr versklaven. Das habe ich schon lange genug mitgemacht. Ich habe mich schon lange genug rumgeärgert mit dem Dreck. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich brauche diese Erfahrung nicht mehr, um mich weiterzuentwickeln. Ja. Also, dann mache ich lieber die Erfahrung obdachlos. Die habe ich noch nicht gehabt. Ja. Ist vielleicht auch nicht so toll, aber. Das ist mal wieder ein anderer Scheiß als der Scheiß. Ja. Okay, das war's mal soweit. Das sind sogar meine Informationen. Bin halt sanktioniert worden. Mei, muss man halt sehen, irgendwie geht es immer weiter. Abonniert meinen Kanal, Spiritueller Anarchist, teilt das Video und wie gesagt, und kämpft weiter für das bedingungslose Grundeinkommen. Bis bald.